Hallöchen, ihr Liebens. Heute habe ich euch 5 DIY-Ideen für erfrischende Sommergetränke mitgebracht. Denn gerade auch im Sommer, wenn es sehr warm ist, sollte man natürlich mehr trinken als üblich, was auch nicht immer so einfach ist. Aber dafür finde ich es dann wieder einfacher, wenn man sich etwas Schöneres als nur Wasser auf den Tisch stellt, weil man dann, wenn es auch erst einmal da steht, öfter danach greift. Kennt der ein oder andere ja vielleicht auch von sich, bei mir ist es auf jeden Fall so. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr denn so durchschnittlich am Tag trinkt. Bei mir ist das echt immer unterschiedlich. Es gibt Tage, da komme ich nicht einmal auf 1 Liter und dann wieder Tage, an denen ich versuche, öfter daran zu denken und dann komme ich auch schon auf meine 3 Liter. Bevor ich jetzt aber zu viel erzähle, würde ich sagen, legen wir einfach mal los und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video. Als erstes zeige ich euch eine gesündere und kalorienarme Eistee-Variante. In den meisten Fertig-Eistees ist ja auch immer so viel Zucker drin, da denke ich mir, esse ich doch lieber Schokolade, als jetzt irgendwie Unmengen an Kalorien wegen einem Saft aufzunehmen. Und dafür finde ich, schmeckt der selbstgemachte Eistee auch viel natürlicher und echt sehr, sehr lecker. Dafür brauchen wir zunächst eine Tasse starken Schwarztee. Ich nehme mir dazu gleich 2 Teebeutel, gieße diese mit heißem Wasser auf und dann lasse ich den Tee für 8 bis 10 Minuten lang ziehen. Danach können wir die Teebeutel rausnehmen und den Tee mit ungefähr 1 bis 2 Esslöffeln Honig oder vielleicht auch mit Xylit süßen. Ich nehme jetzt nur 1 Esslöffel, weil ich das auch gerne ein bisschen herber mag, aber da könnt ihr natürlich auch gerne nochmal nachsüßen, je nachdem wie es euch besser schmeckt. Den Tee füllen wir uns jetzt in eine Karaffe oder auch in eine Flasche und dann geben wir den Saft von einer Zitrone hinzu, damit das Ganze auch schön frisch wird. Jetzt müssen wir den Tee nur noch mit 3 Tassen Wasser auffüllen, damit wir auf ungefähr 1 Liter Getränk kommen. Und da könnt ihr nach Geschmack entscheiden, ob ihr lieber stilles Wasser oder auch Sprudel nehmen möchtet. Damit ist der selbstgemachte Eistee auch schon fertig, dauert jetzt vielleicht nur 15 Minuten, wir haben also echt kaum einen Aufwand. Und ihr könnt nach Wunsch sogar Früchtetee nehmen, wenn entweder Kinder mittrinken sollen oder ihr schwarzen Tee vielleicht grundsätzlich nicht so gerne trinkt. Als nächstes machen wir einen Eiskaffee, für den wir zunächst 1 Tasse starken Kaffee oder auch Espresso benötigen und in diesen füllen wir uns 1 bis 2 Esslöffel Zucker. Kommt also auch wieder darauf an, ob ihr es lieber süßer mögt oder eben nicht. Diesen Kaffee verteilen wir uns jetzt vollständig in Eiswürfelform und dann geht es damit für 3 bis 4 Stunden ins Gefrierfach. Die Kaffee-Eiswürfel sind also auch perfekt, wenn ihr Besuch bekommt. Ich habe im Sommer immer welche im Gefrierschrank. Und pro Glas werdet ihr ungefähr 4 bis 5 Eiswürfel benötigen, die wir dann nur noch mit Milch auffüllen müssen. Die Kaffee-Eiswürfel schmelzen auch relativ zügig und dann haben wir ein schön kaltes Getränk, das leicht nach Kaffee schmeckt, also quasi wie so ein eisgekühlter Latte Macchiato. Als nächstes wird es fruchtig, denn wir werden einen Melonensaft machen, für den wir zunächst 1/2 Wassermelone benötigen. Das Fruchtfleisch höhle ich mir jetzt auch ganz einfach nur mit einem Löffel aus und sammle es in der Flasche von einem Smoothie Maker. Die Kerne lasse ich auch drin, weil die nachher nochmal rausgefiltert werden. Zuerst muss aber das Fruchtfleisch durchpüriert werden, jetzt nicht ganz so viel, damit die Kerne nicht zermixt werden, aber das sollte eigentlich kein Problem sein, weil Melonen natürlich auch relativ schnell flüssig werden. Und danach können wir den Saft eben durch ein Sieb jagen, damit wir die Kerne auffangen können. Zu unserem Melonenpüree geben wir jetzt noch den Saft von einer Orange hinzu, ebenso wie 1 bis 2 Esslöffel Honig und dann füllen wir wieder alles in eine Karaffe oder in eine Flasche um. Zuletzt wird alles mit stillem Wasser oder auch wieder mit Sprudel aufgefüllt und damit ist das Melonengetränk auch schon fertig. Ich habe mir jetzt nur noch zusätzlich eine Melonenscheibe zurechtgeschnitten, damit ich solche kleinen Dreiecke erhalte. Und die könnt ihr dann nämlich mittig bis zur Spitze hin ein bisschen einschneiden und damit dann das Glas ausdekorieren. Fühlt sich dann auch schon fast ein bisschen nach Urlaub an, oder was meint ihr?
Die nächste DIY-Idee ist jetzt nicht ganz ein Getränk, sondern vielmehr das i-Tüpfelchen für sämtliche Getränke, in die man auch eine Zitronenscheibe geben würde. Dafür pressen wir uns den Saft von 1 bis 2 Zitronen aus und verdünnen diesen Saft dann mit der gleichen Menge Wasser. Das Ganze füllen wir uns nun in Eiswürfelform um, lassen das auch für 3 bis 4 Stunden im Gefrierschrank festwerden und dann habt ihr echt für jedes Getränk Eiswürfel parat, die auch noch zusätzlich ein bisschen Frische mitbringen. Und hier habt ihr natürlich auch den Vorteil, dass ihr nicht immer Zitronenscheiben zurechtschneiden müsst, sondern einfach nur die Eiswürfel dazu packen könnt. Zum Schluss gibt es noch einen Cocktail für euch, mit dem ich persönlich immer in Sommerlaune komme, denn wir werden eine Piña Colada machen, die ihr nach Wunsch entweder mit Alkohol oder auch gerne ohne zubereiten könnt. Dafür brauchen wir 200 Gramm Ananassaft, 50 Gramm cremige Kokosnussmilch und 80 Gramm Milch oder Sahne. Falls ihr habt, könnt ihr auch gerne noch ein bisschen Kokosnusssirup hinzugeben, was aber überhaupt kein Muss ist. Ich habe die Zutaten jetzt auch absichtlich in Gramm angegeben, weil ich das einfacher finde, sie abzuwiegen als abzumessen. Und dann müssen wir nur noch alle Zutaten entweder in einen Cocktailshaker oder auch in einen Smoothie Maker füllen. Ich habe jetzt übrigens Milch genommen, weil der Cocktail damit ein bisschen leichter wird. Mit Sahne wird er dann eher so, wie man den Cocktail auch kennt, also richtig schön cremig, aber dementsprechend auch ein bisschen mächtiger. Für die alkoholhaltige Variante könnt ihr auch gerne noch ein bisschen hellen Rum mit dazugeben. Je nachdem, wie stark der Cocktail bei euch werden soll, könnt ihr da ungefähr 2 bis 5 Esslöffel dazugeben und dann wird alles ordentlich durchgemixt oder durchgeschüttelt. Die Zutaten sollten bitte auch alle die gleiche Temperatur haben, damit der Cocktail nicht flockig wird. Und deswegen ist es auch wichtig, dass ihr alles unbedingt gut durchmixt oder durchschüttelt, damit die Konsistenz von dem Cocktail eben schön homogen wird. Und dann können wir uns den Cocktail nur noch auf ein bisschen Eis füllen. Wobei, falls ihr das Ganze vielleicht auch so wie ich mit einem Smoothie Maker macht, könnt ihr auch schon gerne vorher 3 bis 4 Eiswürfel mitmixen. Dann bekommt das nämlich so eine ähnliche Konsistenz wie ein Slush-Eis. So ihr Lieben, das waren jetzt meine 5 DIY-Sommergetränke für euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Idee euch am besten gefallen hat. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch damit ein paar schöne und abwechslungsreiche Getränke zeigen konnte, die euch über den Sommer auch gut erfrischen werden. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir auch gerne einen Daumen nach oben da und vergesst auch nicht kostenlos meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.